Moin Freunde, was geht ab? Ich schaue wieder aus wie ein explodiertes Meerschweinchen und willkommen zurück am dritten Tag im Unicorn Production Tonstudio. Und zwar, wer die ersten beiden Videos nicht gesehen hat, was wir hier genau machen, was wir hier genau bauen oder bereits gebaut haben, klickt in den Link in der Videobeschreibung oder hier oben irgendwo rumschwirrend darauf und guckt euch die beiden Teile an. Dann würde ich sagen, heute geht es weiter mit den Wänden, besser gesagt mit der Rückwand hier. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Den Absorbern. Dazu zeige ich euch auch noch einiges. Und würde ich mal sagen, ich mache jetzt erstmal die Rückwand fertig. Ich war jetzt gerade im Hagebau. Habe noch Schrauben, Winkel und kleine Winkel gekauft und zwei Bohrer, weil meine alten sind schon ein bisschen hinüber und noch so ein bisschen Filz. Dass man das unter den Schreibtisch machen kann, unter die Absorber, weil die sind ja beweglich, dass man den Boden nicht verkratzt, weil die wiegen dann noch zum Schluss einiges, wenn dann ein Lautsprecher und ein Subwoofer drin steht. Und ja, würde ich mal sagen, let's go. Timelapse läuft schon. So, Freunde, endlich geschafft. Die Wand außen ist soweit fertig. Ich habe jetzt hier noch die extra Außenverstrebungen gemacht, da das ja seitlich nicht mit den Außenwänden zusammenhängt, nur da oben ganz leicht. Und da unten ist es sogar auch auseinander. Also die Wand, jede Wand ist einzeln und hängt an der Wand. Habe ich jetzt hier noch die Verstrebungen in die Mitte rein. Drei statt zwei, was ich eigentlich nur wollte, aber dass es jetzt hier auch noch fest ist. Alles exakt 10 cm von der Wand weg. Und den Winkeln. Jetzt fangen wir dann an. Besser gesagt, haben wir ja schon angefangen, den ersten Absorberrahmen zu bauen. Das Ganze habe ich schon auf Filz gestellt, dass man zum Schluss schieben kann. Der wackelt halt jetzt noch ein bisschen, weil er noch nicht fertig ist. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Absorberbau und dann kommt langsam mal die Füllung. Bin schon mega gespannt, wie weit ich heute komme. So, weiter geht's. So Leute, wie ihr gerade seht, baue ich hier gerade den Rahmen für den zweiten Absorber zusammen. Es ist ziemlich fricklig, weil das Ding ist riesig. Also, ihr habt den anderen ja schon gesehen. Der Raum ist 3,10 Meter. Das Ding ist 2,70 Meter. Also, wenn ich da die Absorber, die Seitenwände noch wegrechne, dann wird es ganz schön eng. Aber ich denke mal, wenn es in den Ecken steht, nimmt es nicht so viel Platz weg. Also, ja. Also im Kino habe ich auch Absorber gebaut. Das waren dann damals 50 auf 50 auf 2,32 Meter. Da sind die im Vergleich weitaus größer, aber auch stabiler, weil ich besseres Holz benutzt habe. Aber im Kino werden sie komplett verbaut auf ewig. Da ist es nicht so schlimm. Die sollten ja mobil bleiben, deswegen besseres Holz. Jetzt geht's weiter mit dem Timelapse.
So, Freunde, ihr hofft, versteht mich gut. Hier drin halt's noch wie Sau, machen wir mal einen Klapptest. Ja, wie volle Kanne natürlich. Und ich bin Akustikerin, das, weil wir noch am Bauen sind. Und zwar, ich habe jetzt das Ganze auf diese Seite. In dem Fall ist es natürlich umgegrillt in der Kamera. Der ist schon fertig, so wie er hier steht, wieder nach dem angepasst. Den habe ich jetzt wieder an die Wand, dass er stabiler ist. Weil so ein Riesending alleine halten, ohne so Heftklammer, Riesendinger, wie auch immer die gleich heißen. Klammerhefter. Ich weiß es gerade nicht mehr, fällt nicht ein, aber fällt später vielleicht ein. Werde ich das Ganze jetzt noch da verbinden und dann müssen wir schauen, wie die Vorderseite bearbeitet wird. Und ja, wird spannend, bleibt dran. Bis gleich, weiter geht's. So, Absorber 2 ist fertig. Das Gerüst komplett, eins Seite für das andere, ein Stückchen kürzer, weil es da auf der Seite ein bisschen 1,5 cm angepasst worden musste, damit es komplett gerade ist, aber das sieht man überhaupt nicht in der Größe. Also das ist dann wirklich, ja, Pinarbeit. Aber würde ich sagen, jetzt geht's weiter und dann später geht's an die Füllung. Also let's go!